Und weiter geht's mit dem Zelda-Video. Jawoll. Großer Link, große Handschuhe, kleiner Durchgang. Das heißt... Bleib, wo du bist. Das heißt, hier können wir jetzt, dank der gigantischen Kraft der Handschuhe, diesen überaus großen Felsen zur Seite schieben. Immer weiter nach hinten. Irgendwann müsste er... Jawohl. Dann auch runterfallen. So. Autsch. Jetzt sind wir hier. Den Kristall. Und wunderschön getroffen. Da gehe ich auch gleich mal durch die Tür, die sich geöffnet hat. Och, süß. Ein kleines Wölfli. Ein Trottelwolf. Gut, das ist das Wiegenlied, Triforce, die Geschichte kennen wir ja. Okay. Und eine, das sieht aus, ja, es ist sogar eine große Kiste, yes. Der Kompass, her mit. Na, da ist er ja, das Schmuckstück. So, jetzt sag bloß, ich muss jetzt hier doch noch an dem Wolf vorbei. So, und kusch. Solange kein Eisenprinz kommt, Nein, aber diesmal habe ich ja, bin ich ja stärker, habe ein längeres Schwert und so weiter und so fort. Der Eisenprinz kann ruhig kommen. Ich fühle mich bereit. Aha. Alles klar, oder? Wieder. Boah, die Sicht hier ist ja geil. Wieder. Leute, wie soll ich denn da hinkommen? Wieder mal Rubine einsammeln. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Ne, halt, Moment. So. Mir ist gerade eben die Melodie nicht mehr eingefallen. Hier haben wir auch wieder einen Zeitfelsen. Den tun wir gleich mal weg. Trellern. Und das Krabbelgeräusch verrät uns bereits, dass da hinten dran ein Skulptur ist. Die Sicht ist echt cool. Ja, Glückwunsch, bla. Jetzt muss ich hier nun irgendwie nur noch an das Ding rankommen. Vielleicht schaffe ich es mit einem großen Sprung. Oh, wow. Jetzt habe ich aber ein Problem. Nein, oder? Ich hab... Oh. Ist ja jetzt nicht wahr. Komm. Jetzt war hier noch ein Kristall. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier war einer. Das ist ja echt fies. Scheiße, wie komme ich denn hier ran? Mensch. Ich muss hier irgendwie... An der Decke irgendwie was. Aber grad so, gell? Meine Güte. Eieiei. Davon lassen wir uns jetzt nicht weiter abhalten und machen gleich weiter im nächsten Raum. Okay. Ja, ein Schlüssel. Der hilft doch schon mal. Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Leck mich am Ärmel, ehrlich. Auf dich habe ich keinen Bock. So. Och, keine Lust da jetzt hoch zu eiern. So geht's auch. Gut. Ab durch die Mitte. So ein Mistvieh wieder. Will mich wohl gleich wieder fressen, ha? Jetzt ist es unbesiegbar, ist klar. So, verschwinde. Lässt du mir was Gutes da? Geld. Na toll. Dank des Fanghaken spare ich mir auch wieder Zeit beim Hochklettern. Ah ja. Gut, wer es nicht kennt.
Wir müssen den Spiegel drehen, sodass die Sonnenstrahlen zurückgeworfen werden an die Sonnen. Kiste Number One. Link einfach nur drehen. Was ist das denn? Halleluja. Das ist schon mal die richtige. Da ist... Ehe! Jetzt reicht's aber. Im Auge der Wahrheit. Was ist denn hier los? Ah, du bist los. Jetzt... Ach so, ja. Der kann ja jetzt gar keine Wirbelattacke mehr machen, denn... Ich hab's Auge der Wahrheit an. Das zieht Magie. Und dann kann er auch... Oh, wie aufmerksam. Danke fürs Herz. Dann kann er auch keine Magie mehr mit der Wirbelattacke benutzen. Nehme ich alle mal am Arsch lecken? So, ich mache einfach weiter hier. Tür ist ja offen. Gut. Hallo. Jetzt sind wir in diesem Raum. Okay. Bloß von der anderen Seite. Gut. Gehe ich auch gleich mal hoch. Aha. Okay. Ohne Schlüssel kann ich schlecht raus. Gut. Ich wag den Sprung. Verdammt. Scheiße. Aber dafür ist mir eben was anderes eingefallen. Nämlich hier hochklettern. Das war quasi die Seite des kleinen Link. Und da drüben ist eine Skulptur, wer ein gutes Auge hat. Wie kommen wir da hin? Da braucht man, wie schon im Feuertempel, unseren Freund, die Vogelscheuche. Vogelscheuchenlied spielen. Hallo. Und dann taucht auch hier schon auf. Wir können uns rüberziehen und ganz gemütlich an die Skulptur. Sehr gut, auf der Seite ist gar nichts. Wahrscheinlich war ich einfach mal wieder zu blöd und bin falsch gesprungen. Keine Ahnung, warum ich es jetzt da nicht hingeschafft habe. Ich probiere es nochmal auf die Hand. Denn letztendlich müssen wir da hin. Ach, die Fackel ist echt scheiße platziert. So, der war besser. Okay. Wiegenlied, wie immer. Auf der anderen Hand fällt jetzt eine Kiste runter. Aber... Ich sehe schon, das läuft wieder auf mein altes Problem raus. Einen Moment. Controller-Plug... In Grafik würdest du dich bitte aufbauen. Hola. Will nicht. So, jetzt. Schalte ich mal wieder runter auf 30%. Dann kann ich auch besser zielen. Ja! Der Enterhaken schafft's gerade noch. Und während ich die Kiste aufmache, stelle ich meine Einstellungen wieder zurück. Und es ist der Schlüssel. Jawohl. Hey, geil. Sehr schön. Und wieder hoch. Aber wie komme ich denn darüber auf die andere Seite? Ah! Okay, anscheinend hat sich hier noch eine zweite Kiste hinfallen lassen, nachdem wir das Wiegenlied gespielt haben. Ich wusste es nicht mehr. Ja. War ja nicht viel zu erwarten. Das da ist ein Fall für einen Stahlhammer. Der verrostete Schalter. Was passiert jetzt? Die Mitte geht auf. Okay, alles klar. Doch. Erst will ich den Schlüssel verheizen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir zuerst hier lang. Ja, da wartet ja auch schon wieder ein alter Freund auf uns. Gehe ich gleich weiter.
Okay, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche Bomben und ich brauche Feuerpfeile. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, denn meine Zeit ist schon wieder um.